Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zoo Tycoon 1. Wir bauen einfach mal so dumm rum. Ja, nachdem wir letztens die Geparden fertig gemacht haben und damit auch 100% fertig sind, machen wir jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das ist hier drüben. Wir verbinden das hier noch alles so schön, was sieht, mit dem Weg. Was wir vielleicht auch nicht mehr brauchen, oder? Nö, es ist grau. Jedenfalls mache ich jetzt hier noch so ein Ding hin. Und wir widmen uns so langsam Tieren zu, die bei Planet Zoo vorkommen, aber in so einer Halbwüstenlandschaft leben. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube, ja. Ja. So ungefähr. Das wird dann einfach nur mal so total neues Gehege werden, soll total riesig werden. Weil nur so kann man die besten Tierhaltungsbedingungen schaffen. Dann mache ich diese hier auch doppelschichtig, die Wege, damit sich auch wirklich mehr Besucher da rumtummeln können. Oder sowas ähnliches. Perfekt. So. Jedenfalls hatte ich ja letztens über meine besondere Zoo-Erfahrung gesprochen. Beziehungsweise, dass ich Erdwölfe das erste Mal in meinem Leben wirklich so gesehen habe. Und dass die Löffelhunde wirklich ein sehr großes, begehbares Gehege haben. Ja, und bei Planet Zoo kann man sowas eben auch bauen. Und da frage ich mich, ob da wirklich noch ein Löffelhund... Das ist eigentlich voll der falsche Zaun. Na egal. Da frage ich mich wirklich... Nein. Da frage ich mich wirklich, ob eventuell sowas wie Erdwolf oder Löffelhund da noch bei Planet Zoo mit rauskommen werden. Ich meine, möglich wäre es und ich fände es toll. Und das gehört... Oh. Und das gehört einfach dazu, finde ich. Sie sind so Löffel... Also Erdwölfe sind jetzt nicht so berühmt wie andere Tiere, wie zum Beispiel das bereits erwähnte. Ja, ich habe meinen Faden verloren. Immer diese doofen Leute, die so laut reden. Naja, egal. Jedenfalls möchte ich euch heute noch über ein ganz besonderes Zoo-Erlebnis erzählen. Und zwar war das genau am selben Tag. Und das war eben das Elefantengehege. Also... An sich war der Zoo recht ruhig. Wir sind ins Elefantenhaus gegangen. Ich habe mal Fotos vom Elefantenhaus gemacht, damit ich die später bei Planet Zoo nachbauen kann. Das heißt, wenn die Beta es mir zulässt, meine Blaupausen zu speichern und das für die zukünftige Generation, würde ich nämlich dann jetzt 2 Wochen mich vor allem damit beschäftigen. Zumindest versuchen, ein paar Gehege als Blaupausen zu machen und zu saven. Die auch hochzuladen, weil die sollen auch andere verwenden. Da sage ich Elefant. So. Ja, jedenfalls bei den Elefanten hatte ich ein ganz besonders schönes Erlebnis. Und zwar hatten wir ja im Jahre, ich glaube 2016 oder so, vielleicht sogar ein kleines bisschen früher, hatten wir dann plötzlich Elefantennachwuchs von 2 Kühen, die alle denselben Knaben hatten, sozusagen. Jedenfalls die beiden Elefanten Tamiko und Tamika und Ayo heißen die beiden.
Die habe ich das allererste Mal 2017 gesehen. Da waren sie, glaube ich, auch schon ein Jahr alt oder so. Es ist jedenfalls sehr interessant, dass die wirklich inzwischen schon wirklich wieder fast erwachsen sind. Mit ihren 3 Jahren. Noch 2 Jahre, dann wird wahrscheinlich der Bulle ausziehen. Ist der Elefant. Ja, nicht mehr lange, dann wird wahrscheinlich der Bulle ausziehen. Und wer weiß, was dann mit Tamika passiert, wenn sie dann erstmal erwachsen ist. Sie könnte wohl möglich auch bleiben. Aber ich fürchte, dass selbst sie verschwinden könnte, weil wir hatten nämlich irgendwann mal noch früher eine Art Zwergflusspferd. Die hatten auch dann Kinder gekriegt. Ja. Und das wird dann nicht mehr, sicher nicht mehr lange sein. Dann sind die Elefanten wieder komplett getrennt und haben dann keine Kinder mehr. Das heißt aber, dass wahrscheinlich die Kuh dann wahrscheinlich bald in einem anderen Zoo dann Kinder haben wird. Wer weiß, wen sie dann bekommt als Mann, beziehungsweise welchen Zoo. Denn ich kenne jetzt gerade nicht sehr viele Zoos, die sich afrikanische Elefanten halten. Brauchen einen Affenbrotbaum. Da ist es. So. Felsen. Jo, und das Erlebnis war darin einfach, die Tiere so zu sehen, also die Elefantenkinder. Ich habe sie das letzte Mal gesehen, da waren sie noch klein, ganz klein. Die gingen der Mutter nur bis zum Knie, sozusagen. Und es ist unglaublich, was Elefanten bzw. Tiere allgemein für eine Wandlung durchmachen, wenn man eine Weile nicht da war. Da war das Elefantenkalb sozusagen dann plötzlich nur noch halb so groß wie die Mutter, beziehungsweise gingen sie ihm bis zum Bauch. Wollte ich jetzt eigentlich mal einen Felsen? Habe ich jetzt schon. Unterstand. Ja. Das war für mich wirklich eines der schönsten Erlebnisse. Was mögen die eigentlich für Spielzeug? Spielzeug. Ich habe nichts für Elefanten. Ne. Sehe nicht. Was könnte ich dir für ein Spielzeug geben? Die haben keins. Wahrscheinlich. Jedenfalls war es ein schönes Erlebnis zu sehen, dass die kleinen Elefanten groß gedeihen, weil man hat ja nicht viele Zoos,
die so mit Segen geprägt sind, dass die gleich zwei Elefantenkinder auf einmal durchbringen können. Der Grund ist vor allem, ich kann mal Zoo Leipzig als Beispiel nennen. Zoo Leipzig hat das Problem mit den indischen Elefanten. Die sind nämlich das absolute Problem. Das sind nämlich die Problemfälle. Jetzt haben sie auch wieder endlich mal ein Kalb durchgeschafft. Aber das Problem liegt darin wirklich, dass die Kühe wahrscheinlich, ich sage mal wahrscheinlich auch mutterinstinktstechnisch eigentlich so groß für die Zucht nicht geeignet sind. Genetisch heißt ja noch was anderes als so, ja. Also, vielleicht sind sie genetisch für Zucht geeignet. Aber was das andere betrifft, dass sie zum Beispiel sich nicht richtig um ihre Kinder kümmern können und so, weil die keine richtigen Mutterinstinkte haben oder weil die Milch bei denen versiegt, das klingt irgendwie nicht nach einer sehr guten Idee, diese Tiere eigentlich weiterhin züchten zu müssen, weil haben sie immer Probleme und töten ihre Kinder, dann wissen die doch eigentlich, in was für Umständen die leben und ja. Da fragt man sich doch manchmal, wieso holt man sich dann nicht eigentlich ein anderes Weibchen, welches sich in der Herde besser eingliedern könnte? Also vielleicht sich genauso gut in der Herde eingliedern könnte. Und züchtet dann stattdessen mit der, weil die vielleicht sogar schon Erfahrung damit hat, mit einer eigenen Mutter groß zu werden, die sie zum Beispiel angenommen hat. Das ist jetzt nur eine Reihe, das ist vielleicht eine reine rhetorische Frage, aber es ist eine berechtigte Frage, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist eigentlich mit den Elefanten los? Die tröten die ganze Zeit rum und kommen hier nicht raus und sitzen auf einer Insel West. Das ist jedenfalls für mich die Frage der Fragen. Warum die noch weiterhin mit den Elefanten versuchen, Kälber zu machen, obwohl die so genau wissen, dass es eigentlich mit denen so gut wie ein russisches Roulette ist, mit denen einfach mal ein paar Kinder zu züchten, weil man schneidet sich ja sehr oft ans eigene Fleisch und das macht die Zucht der indischen Elefanten eben zu einer richtigen Problematik. Bei uns, die afrikanischen Elefanten, wenn ich die zum Beispiel immer sehe, die haben wirklich kaum Probleme mit ihrer Aufzucht gehabt. Bei denen ist wirklich alles glatt gelaufen, was nur glatt laufen kann. Die Geburt ist ohne Komplikation verlaufen, die Mutter hat sie angenommen. Was noch alles passiert? Eigentlich das Positive, was man eigentlich nur positiv sehen kann. Und deswegen versteht man dann halt nicht, warum so Leipzig sich darin nicht irgendwie versucht, ein Beispiel zu nehmen. Und zum Beispiel bei den Kühen einfach mal eine Art wie Zuchtstopp verordnet. Anstelle, dass die einfach weiter sozusagen mit denen eine Art russisches Roulette betreiben, wo sie dann wissen, das Kleine geht ein, beziehungsweise wird dann immer durchgehend getötet. Das ist nämlich auch nicht gerade sehr gesund. Vor allem für das Weibchen nicht. Psychisch sowie physisch und dann haben sie irgendwann mal überhaupt keine Kinder und dann werden es einfach zu wenig, um die dann noch weiter zu züchten. Dann sind sie irgendwann mal weg und dann bleiben sie bei den Elefanten sitzen und haben dann sozusagen keinen Nutzen mehr für die Tiere, weil diese dann einfach wirklich erstens zu alt sind, zweitens töten sie immer ihre Kinder und drittens, ja. Das ist wirklich der. Also, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich
mag an sich den Leipziger Zoo. Ich mag auch, dass die Elefanten halten. Ich bin jetzt nicht ein dieser grünen Leute, die sagen, Zoos sind scheiße, sind alle in Käfigen eingesperrt und müssen wir doch alle freilassen. Nee, so bin ich nicht. So bin ich wirklich nicht. Ich meine, ich unterstütze selber Zoos auch mit, auch regelmäßig mit Spenden, wenn ich mal in einem Zoo bin. Diesmal habe ich es nun nicht getan, weil ich nur für andere Sachen spare. Klingt ein bisschen selbstsüchtig, aber ja, manchmal muss man eben Geld sparen. Aber wenn man auch Werbung macht, ist es auch schon mal was Gutes. Finde ich jetzt jedenfalls. Und da ist es eben so, dass man eben auch mal ein paar, also Tierschützer heißt nicht unbedingt ja, Tiere wirklich zu schützen oder irgendwas gut zu finden, was andere machen. Nee, man muss auch ein bisschen kritisch damit sein, mit dem, was sie alles machen. Und wenn ich zum Beispiel finde, dass irgendwas mit den Elefanten nicht stimmt, weil die immer jedes Kind töten und die Pfleger das kaum durchbekommen, dann finde ich das wirklich. Oh, es ist Weihnachten! Gibt es da nicht irgendwas Spezielles zu Weihnachten zu kaufen? Oh nein, ich hab's falsch reingesetzt. Mist. Ich hatte gerade eine Gans in der Hand und gerade genießt und dabei Gans fallen lassen und alles Mögliche. Oh nein, die rennt auf die zu. Ich habe das Gefühl, es wird gleich getötet werden. Jetzt geht's los. Sie jagen. Ja! Ich hab's falsch reingesetzt. Das war mein Weihnachtsrentier. Jedenfalls, das sieht man. Das sieht man jetzt, das war ein Easter Egg. Denn zu Weihnachten kommt wirklich der Weihnachtsmann hier vorbeigeflogen. Das ist sogar so Sims-ähnlich. Und dann werden hier die ganzen Geschenke verteilt. Was kann ich hier noch machen? Oh, jetzt gibt es ja bloß die Behindertentoiletten. Naturstand. Genau. Das muss auch sein. So, Streichelzoo. Streichelzoos gehören zu jedem Zoo im Grunde dazu. Das gefällt den Kindern. Und den Erwachsenen kann es auch gefallen, muss es aber nicht. Es hängt immer ganz davon ab, welche Tiere da drin sind. In den meisten Streichelzoos findet man auch vor allem Ziegen. Und das gefällt ihnen sehr gut. So, du hast Probleme, Kothaufen zu erreichen, Tierpfleger. Sieht so aus, als wäre. Ist das der Kleine noch? Ja, der ist noch klein. Aber ist schon wieder neuer. Das ist ja auch schon wieder neuer. Oh Mann, die Tiger hier. Was heißt denn das? Letzter Monat 160.000 Dollar. Wie Löwen gehen kaputt. Hier steht Löwen gehen kaputt. Ich glaube, hier wird nicht mal richtig auf den Stammbaum geachtet. Ich
Hier wird nicht mal richtig auf den Stammbaum geachtet, glaube ich. Hier können sich die Löwen sogar nach Belieben paaren, wie sie wollen. Ich zwar ein bisschen grausam ist, aber so. Jedenfalls, das war meine Problemäußerung mit den Elefanten aus dem Leipziger Zoo, wo ich immer finde, unsere Zoo, also unser Zoo, der Hallische, der macht es irgendwie mit seinen afrikanischen Elefanten irgendwie viel besser. Ich weiß nicht, ob indische oder afrikanische Elefanten so total verschiedene Personalitäten haben, dass sowas bei denen bei der einen Art leichter geht oder nicht, aber Elefanten sind ja generell sanfte Riesen, aber ich denke vor allem die ganzen indischen Elefanten aus Leipziger Zoo haben alle irgendwie so ein bisschen psychischen Knacks, wenn man das mal so sagen darf. Es war Weihnachten. Jetzt mache ich, weil Weihnachten war im Weihnachtsgehege. Was könnte ich denn da machen? Das ist ein japanischer Zaun. Japanisch sieht ein bisschen aus wie Feiertag und. Es macht sich nicht zum Gehege. Warum nicht? Oder geht nicht. Nein. Nein. Dafür hatten wir zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, mit dem Flusspferdbaby sehr viel Glück gehabt. Denn dieses Weibchen hat sich nämlich nach 5 Jahren das erste Mal wieder gepaart und hat ein gesundes kleines Mädchen zur Welt gebracht. Man hat es Inola genannt. Inzwischen hat sie den Zoo auch schon lange verlassen. Schnee. Schnee und Eis. Hier spielen zum Glück Temperaturen noch keine richtige Rolle, deswegen ist es egal. Nicht genügend Gras und nicht genügend grauer Stein, okay. Felsen. Oh nein, es gibt keine Weihnachtsbäume. Tut mir leid. Zu viel Krä. Jetzt ist es zu viel.
Unterstände für Huftiere suchen. Popo, ich musste sie hier expandieren. Natürlich, das hat sich natürlich noch ein bisschen zusammengerechnet. Und noch ein Unterstand. So. Ihr kennt Dancer und Dasher und Cubit und Vixen. So, die Rentiere sind jetzt alle zusammen. Der Weihnachtsmann hat sie mir ausgeliehen, ich durfte sie im Zoo halten. Somit sind wir wieder mal am Ende des Parts angelangt. Und abgesehen von ein paar Planet Zoo Tieren wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten. Nein, natürlich haben wir keinen Weihnachten, aber man hat so das Gefühl, als wäre Weihnachten, aber auch nur weil. Ihr wisst ja warum. Das ist der Grund. Wir haben jetzt Rentiere. Und wenn die Rentiere so ein bisschen offscreen etwas machen wollen, machen die vor allem eins. Sie schweben mit Glitzerstaub. Ja, diese Rentiere hier sind magisch. Wie magisch sie sind, sieht man vielleicht im nächsten Part. Aber am Mittwoch wird erstmal Planet Zoo losgehen. Ich weiß, das könnt ihr alle kaum erwarten. Ich kann es selber kaum erwarten. Und deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt euch auf. Und wenn ihr die Beta habt, dann spielt auch schon Planet Zoo. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und bis bald.